Die Thomas-von-Quentel-Schule ist eine zweizügige Grundschule in Bornheim-Weilberberg. Ja, um mit dem Programmieren einzusteigen, haben wir uns hier an der Thomas-von-Quentel-Schule überlegt, dass wir das gerne kompakt machen würden. Da wir selber wenig Ahnung haben, brauchen wir dafür Unterstützung. Und die haben wir auch gewonnen durch die Firma Itemis und Codivity. Das heißt, wenn ihr jetzt noch einen Kandidaten habt, der keine PIN-Leiste hat. Die Woche über gab es hier eine Projektwoche zum Thema Digitalisierung und Coding für Kinder, wo man in dem Umfang halt wirklich Kinder eine ganze Woche lang in verschiedenen Projekten unterschiedliche Sachen zum Thema Digitalisierung und Coding gezeigt hat und die wirklich von der ersten Klasse langsam über Offline-Coding-Aufgaben, über kleine Roboter bis hin zu der vierten Klasse mit dem Calliope elektronische Systeme und elektronische Platinen programmiert haben, dass man wirklich die komplette Bandbreite an Themen hatte und alle Kinder in jedem Altersbereich abgeholt hat. Programmieren ist so richtig wichtig geworden, also für die Kinder. Zum einen schauen wir immer in Richtung Berufsentwicklung. Was brauchen Kinder? Und es zeigt sich einfach, dass die Welt zunehmend digitalisiert ist. Und die Kinder wollen wir darauf vorbereiten, und zwar jetzt und nicht erst an einer weiterführenden Schule. Also das Programmieren für Kinder, warum wir das machen, ist halt natürlich, weil es wichtig ist, Kindern das beizubringen, die Digitalisierung, das kommt in unserem Land, in Deutschland, noch viel zu kurz. Es gibt andere Länder, wie zum Beispiel England, wo das schon viel mehr auch in den Unterricht einfach integriert ist und Kinder da schon in der Grundschule abgeholt werden. Und das fehlt noch so ein bisschen hier. Und der schöne Nebeneffekt ist halt, in der Grundschule kriegt man halt auch noch sehr gut die Mädels überzeugt davon und von der Technik begeistert. Vorhin in der Abschlussrunde hatten wir auch noch mal darüber gesprochen und ein Mädchen hatte halt auch gesagt, ja, erst war sie sich ein bisschen unsicher wegen der Technik, ob ihr das Spaß machen würde, aber die Woche hat ihr gezeigt, dass es sehr schön ist und cool und dass sie dazu in der Lage ist, sich mit den ganzen technischen Sachen genauso auseinanderzusetzen wie die Jungs aus der Klasse auch. Wir haben auch etwas gezögert, auch wir mussten erst eine kleine Fortbildung machen, das haben wir auch getan und waren dann wirklich auch hin und weg und haben gesagt, na, das muss funktionieren, also da geht noch was. Und die Kinder, haben wir gesagt, die bringen unglaublich viel schon mit. Wir sehen die Kinder schon, wie sie iPads benutzen, da sind gewisse Handbewegungen, kennen wahrscheinlich alle, sind da schon ganz etabliert. Für die Projektwoche haben wir ganz viele Unterstützer gesucht. Und in der heutigen Welt, wie das so ist, benutzt man da auch unterschiedliche Netzwerke. Und so ist es uns auch gelungen, Itemis zu finden. Oder Itemis hat uns gefunden und haben festgestellt, dass wir doch sehr viele ähnliche gute Gedanken zum Programmieren mit Grundschulkindern haben. Das findet man äußerst selten. Also ich finde, es ist wirklich fast einzigartig für eine Firma, die im Grunde nichts mit Pädagogik oder Grundschule zu tun hat. Also die Kids fanden es alle wirklich genial. Wir hatten da zum Thema Piraten vielleicht passend tropische Temperaturen, also Piraten der Karibik. Und trotzdem, trotz der Witterung, waren alle Kids hellauf begeistert und haben das durchgezogen bis zum Schluss. Waren auch trotz den Temperaturen super konzentriert bei der Arbeit. Also durchweg positives Feedback. Ganz, ganz toll. Programmieren finde ich gut, cool. Ich habe ein Boot programmiert. Die Projektwoche hat mir gut gefallen, weil wir ganz viel programmiert haben. Man kann eigene Sachen ausprobieren. Also ich finde Programmieren toll, weil es macht halt Spaß, einem Roboter Befehle zu geben und dass er es dann macht. Man hat viel dazu gelernt.